mich jetzt mal interessiert, gerade bei einem Kind, also wenn Kinder, wenn man weiß, als Mutter oder als Elternteil, dieses Kind wird tot sein, wird gleich sterben nach der Geburt. Haben Sie selbst schon mal einen Fall gehabt, wo Sie sagen würden, eine Mutter saß Ihnen gegenüber und wo Sie ihr nicht dazu raten konnten, das Kind komplett auszutragen, wo Sie gefühlt haben oder gedacht haben, die wird das nicht schaffen? Oder denken Sie, dass es immer der bessere und gesündere Weg ist für die Emotion in dem Sinne, das Kind komplett auszutragen? Ja, das ist gleich sogar Teil des Vortrages, den ich halte. Wenn wir feststellen, dass ein Kind möglicherweise nicht lebensfähig ist, und bei manchen Diagnosen weiß man, dass das Kind nach der Geburt vielleicht eine halbe Stunde überlebt. Und der Erfahrungswert ist absolut sicher. Es gibt solche Erkrankungen. Dann gehört immer dazu, zunächst ehrlich zu den Eltern zu sein. Natürlich ihnen mitzuteilen, dass dieses Kind nicht leben kann, denn die Wahrheit holt sowieso ein. Aber darüber hinaus ist ganz wesentlich, den Eltern von vornherein zu zeigen, dass es zwei Wege gibt. Beide Wege sind schlecht. Denn beide Wege bedeuten, das Kind wird nicht bei den Eltern sein. Es wird sterben. Es wird nicht das Wunschkind da sein mit all den Träumen, die man vorher hatte. Aber es gibt einen richtigen und einen falschen Weg. Und den richtigen und den falschen Weg zu erarbeiten, ist das wichtigste Ziel. Herauszufinden mit den Eltern gemeinsam, was ist jetzt der beste Weg für sie beide, um mit dieser traurigen Situation zurechtzukommen. Um auch in Zukunft miteinander leben zu können und auch weiter eine Familie zu haben. Sich wieder vorstellen zu können, Kinder zu haben. Und das ist sehr unterschiedlich. Im ersten Moment glauben fast alle Paare, der Schwangerschaftsabbruch ist der richtige Weg. Und wenn man ihnen Zeit gibt und in Ruhe darüber redet, dann entscheiden sich nicht wenige, die Schwangerschaft auszutragen, eine Sterbebegleitung zu machen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich sage nicht, das ist der richtige Weg. Das kann der richtige Weg für diese Eltern sein. Das muss man herausfinden. Denn diese Eltern müssen mit dieser grauenvoll schwierigen Situation umgehen. Sie müssen damit leben können und sie müssen ihre Familie weiterhaben können. Den Weg muss man gemeinsam mit den Eltern finden. Wenn man weiß, das Kind kann nicht leben, dann muss man mit den Eltern versuchen, einen dieser beiden Wege zu gehen. Ich habe sehr oft erlebt, dass Eltern sich fürs Austragen entschieden haben. Und ich war oft dabei und vielleicht dann auch, weil vielleicht ein Pfarrer nicht zu erreichen war, derjenige, der das Kind getauft hat. Das gehört dazu. Wenn ein Kind in der Gebärmutter verstirbt und es kommt zur Welt, dann ist es für nicht häufig mit der Situation Konfrontierte und nicht nur für die Mutter eine fast unüberwindbare Hürde. Ja. Weil niemand recht weiß, wie er damit umgehen soll. Wenn ein schönes Baby zur Welt kommt, das schreit, da kann jeder gut mit umgehen. Das ist nur der Sonnenschein. Das verstorbene Kind führt häufig dazu, dass dann auch diejenigen, die eigentlich helfen sollen, selbst verschlossen sind. Ja. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn Frauen die Situation erleben müssen, dass ihr Baby in der Gebärmutter verstirbt und sie bringen es zur Welt, dann gehört besonders viel Empathie dazu. Dann muss man der Mutter zeigen, dass sie ihr Baby zur Welt gebracht hat. Ja. Dann haben weder Mutter noch Kind Schuld. Für eine Frau, die ein gesundes Baby ganz normal zur Welt bringt, ja, da brauchen sie doch anschließend gar keine Empathie. Die ist doch so überwältigt von dieser wunderschönen Situation. Richtig. Die braucht doch niemanden zusätzlich mehr. Nur ihren Mann, ihr Baby und sich selbst. Eine Frau, die ein verstorbenes Kind zur Welt bringt, braucht Hilfe. Und man muss ihr sogar zeigen, dass dieses Baby trotzdem liebenswert ist, auch wenn sie es schon wieder hergeben muss, auch wenn es schon gestorben ist. Das heißt, gerade diese Frauen brauchen extrem viel Zuwendung. Und wenn sie die nicht bekommen, dann geht es ihnen leider sehr schlecht.